Willkommen endlich mal wieder auch zu einer Runde For Wiener! Ja, richtig. Heute spielen wir wieder For Wiener am Start. Das ist blöd. 1, 2, 3. Eine Runde müssen wir mit einem Steinschwert auf jeden Fall gewinnen. Wir haben viermal Bogen. Aha, I like it. Ja gut, dann müssen wir auf jeden Fall eine Runde mit Steinschwert gewinnen. Egal, kriegen wir hin. Nice. Ich will auf bereit, danke. So, For Wiener heute mal wieder am Start. Ich habe eben schon probiert, For Wiener aufzunehmen, hatte zwei schöne Runden nicht. Weil die Leute immer alle liefen und dann gewinne ich, weil alle gelieft sind nach zwei Runden ungefähr. Ich verstehe nicht, warum jeder mittlerweile lieft bei For Wiener. Ich habe keine Ahnung, das ist mal richtig nervig. Nice abgestaubt, war geil. Auf jeden Fall Daumen hoch. Wenn euch der Abstauber gefallen hat, schreibt es doch einfach in die Kommentare. So, da ist der Fraggle Daggle. Na, geht doch. Da haben wir die Runde mit dem... Moment, das sind vier, ne? Egal. Wollen wir ja mal nicht übertreiben. Haben wir auf jeden Fall eine Runde mit dem Steinschwert gewonnen. Jetzt müssen wir nur noch mit Eisenschwert spielen, die ja und gleich nach der Runde erhöhen wir unsere Rüstung und sind dann Babo. So, die letzten zwei dann auch mit den Goldäpfeln auf jeden Fall. Da tauschen wir mal, allgemein tauschen wir hier. Das würde ich als letztes nehmen. Mhm, das als zweites. Ja, das passt eigentlich. Kann mich nicht beklagen. Teams sind nicht erlaubt. Was? Das ist mir neu. Yo. Yo. Habe ich die beiden. Der eine wollte mich von hinten snaken, weißt du, hast du gesehen? Hast du? Kennst du? So. Einer lebt aber noch irgendwo. Ich sehe aber keine Namen. Hallo? Ist jetzt nicht schlimm, ich regeneriere dabei Leben, aber ich würde trotzdem gerne den Typen irgendwie sehen. Ist der hinter mir? Nee. Hallo, Fraggeldeggel. Ohne Witz, wo ist der hin? Hä? Bin ich zu doof, einen Namen zu sehen, oder? Hallo? Da oben, Alter. Warum auch immer man da hochgeht. Ja, schön mit Bogen bearbeiten halt. Oder einfach rauf da. Ja, gut. Wir müssen noch drei Runden gewinnen, ne? Letzte. Vorletzte. Dann nehmen wir mal den mit. Das und das. Nice. Ein Dierschwert halten wir zum Ende. Und wir sind bereit. Wird eigentlich ganz gut laufen. Ich denke, das kriegen wir gut über die Bühne hier. Muss einfach nur genug ein bisschen mit Bogen arbeiten und so. Das Standardsachen halt, ne? Auf jeden Fall nehmen wir eine Feuerkugel mit. Denn die Leute anzünden ist auch nice Sache. So, wen haben wir denn da jetzt? Der hat auf jeden Fall nicht so geiles Gear am Start. Aber ist nicht so schlimm. Aber ich mag die Musik. Die finde ich cool. Das freut mich und bekommt von mir selber auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Jo. Was ist denn los mit dem? Was ist allgemein los mit den Leuten hier? So. Einer Heiltrank habe ich noch. Den nehme ich auch mal mit. Was soll's, Leute? Hau mich auf die Kacke. So, für die letzte Runde behalte ich mal den Bogen, damit das eine Safe-Runde wird. Und die müssten wir auch so schaffen jetzt. Normalerweise. Angel spielen so ein bisschen. Das wird schon irgendwie klappen. Ich nehme mal, wir haben ja genug Feuerkugeln, ne? Nehmen wir mal zwei mit. Wollen wir nicht so geizig sein heute?
Sommerschlossverkauf. Da ist dieser Exo-LP-Typ, der scheint einen Plan zu haben. Ich frage mich nur, was sein Plan ist. So, hallo Exo. Ja, ich booste dich, Mann. Mach ihn alle. Nice. Kriegst von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, Alter. Das war nice. Der hat den auf jeden Fall gut bekommen. Ah, ich benutze einfach ihn, damit er ihn killt. Damit ich ihn kille. Und damit ich die Safe-Runde habe, Alter. Wenn das mal keine Bad-Taktik ist, Alter. Das war lustig. Gut. Haben wir fast 6 Minuten für die Runde gebraucht, oder was? Ist ja traurig. Mann! Ich wollte doch mindestens 10 Minuten Runden machen, aber noch eine Runde vor Winner kann auch 20 Minuten gehen. Das ist ein bisschen riskant, jetzt noch eine Runde vor Winner gleich ranzuhängen, wenn die Runde vor Winner danach einfach irgendwie ewig Minuten geht und nicht auf über 20 Minuten call. Lol, dir Schwert weggebackt. Hm, das ist blöde. Hab ich eigentlich noch eine Angel? Jo. Ja, nice, hab ich nicht mitgenommen, aber was soll's. Was soll's. Der Typ hat einfach nichts an Gear an. Was ist denn los mit dem? Jo, in die Fräse. Hat wohl keine Lust gehabt, sich zu wehren. Allgemein, er ist irgendwie jede Runde ohne Gear rein. Voll awkward, der Typ. Aber ich habe ihn jetzt nicht abgestaubt, ausnahmsweise, ne? Krass. Aber wo sind die anderen beiden? Hallo, Leute. Ist mal Willy. Wo seid ihr? Da vorne, ne? Ist einer? Hallo! Ich bin's. Angst, dass der andere von hinten kommt. Muss ich unbedingt drauf achten. Nice. Okay. Goldapfel snacken. Aber wo ist der letzte? Ist er wieder oben am rumgeistern? Das ist wieder der eine Quantum-Brot hier. Wir haben auf jeden Fall das Feuer überlebt ohne Probleme. Ja. Wo ist der hin? Der ist doch da drauf, Alter. Der ist voll drauf. Ja. Einmal rüber, genau. Und runter. Ah, Fallschaden bekommen, aber er auch. Und angezündet, er ist down. 11 Kills gemacht, wupp, wupp. Lame. Ja, ich fand's ganz gut. Einfach 11 Kills gemacht. Was da los, Leute? Wir kommen zwar nicht auf die 10 Minuten, aber ich lasse das mal so stehen ausnahmsweise, weil eine nächste Runde vor Wiener kann so lange dauern. Deswegen, wenn ihr, tut mir das leid, dass die Runde jetzt nicht über 10 Minuten geht, verzeiht mir das bitte, aber fast 9 Minuten ist okay. Ich hätte halt auch nicht damit gerechnet, dass die Runde so schnell rum ist, ne? Kann ich ja nichts für. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht in der nächsten Folge sehen möchtet. An Spielmodi-Sachen. Oder wollt ihr euch überraschen lassen? So, hui. Könnt ihr einfach mal eure Kommentare da lassen. Und tschö mit Ö.